Werk Perten, deine Fachhändler für Kindersitze. Hallo, ich bin Franzi von den Zwerg Perten und ich zeige euch jetzt den Einbau vom Maxi Cosi Mika und die wichtigsten Funktionen. Einbau ist einfach. Isofix-Sitz. Ihr habt hier die Isofix-Konnektoren, das wird hier zusammengedrückt, dadurch löst ihr das, schiebt sie nach draußen. Das gleiche auf der anderen Seite. Dann wird es ins Isofix eingeführt in eurem Auto. Zeigt dann hier grün an, wenn es richtig drin ist. Dann wird er rangeschoben. Bis ganz ran. Das funktioniert bei unserem Demostuhl nicht ganz so. Ihr schiebt es so nah ran, wie es geht. Dann wird der Fuß ausgefahren. Erstmal wird er gerade gemacht. Man sieht hier, es zeigt rot an. Wenn der richtig steht, zeigt er grün. Und dann wird er ausgefahren nach unten. Klick. Gedreht wird er hier vorne. Ich drehe ihn gleich mal zur Seite. Diesen Drücker drückt man. Dann kann ich euch nämlich auch besser zeigen, wie man die Gurte löst. Das ist dieser graue Knopf hier unten. Drückt man drauf und dann zieht man die Gurte von oben raus. Und die Kopfstütze. Hier hinten so ein Drücker. Wird sie hier eingestellt. Das sind so die wichtigsten Funktionen, was ihr braucht. Ruheposition ist hier unten der Drücker. Dann. Und zum Ausbau fangen wir beim Fuß an. Nehmen da erstmal die Spannung. Fallen sie ein. Jetzt ist er locker. Gehen hier vorne ans Isofix. Drücken das hier zusammen. Und ziehen das raus. Andere Seite auch. Und fertig. Das war's schon. Ich hoffe, das hilft euch beim Ein- und Ausbau eures Sitzes. Bis bald.